Die letzte Schliff und die Frisur, die sitzt. Der Christian Schneuli und der Cedric Gieten machen sich fürs Postershooting parat. Der Christian Schneuli braucht nicht lange im Bad. Sein Aussehen ist ihm nicht mehr so wichtig. Ja, jetzt bin ich seit 3 Monaten verheiratet und ja, jetzt kann ich es legen. Vorher natürlich schon ein bisschen geschaut, aber jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Gerade einig sind sich die beiden, wenn es darum geht, wer das von ihrem Team am längsten für die Frisur braucht. Das ist eigentlich ganz klar mit Abstand Jamie Hüka. Er ist eigentlich der, der eigentlich wirklich immer am längsten vor dem Spiegel ist. Auch wenn man irgendwie mal 30 Minuten im Physio geht und zurückkommt, dann ist er manchmal noch dort. Und das ist eigentlich auch. Für das Postershooting haben sich aber alle rausgeputzt. Da passt es auch, den Jachmir Hüka persönlich auf das Thema Aussehen anzusprechen. Ich bin einer von den einzigen Spielern hier, der am meisten braucht, für die Haare zu machen. Und die Mitspieler machen immer Spaß über das. Und, ja, aber ich denke, es ist immer gut, wenn du auf dich selber aufpasst, für die Aussehen und alles. Und das ist sehr wichtig für mich. Spass hin oder her. Auf dem Gruppenfoto wollen es alle gut aussehen. Das sehen die Fans ja diese Saison lang. Auf dem Spielfeld ist das Aussehen aber allen egal. Ich denke, da ist die Leistung im Vordergrund, die man auf den Platz bringt. Und ob jetzt da die Frisur stimmt oder nicht, ist nicht entscheidend. Eine gute Leistung müssen Spieler gegen FC Lausanne zeigen. Dann stehen sie hier auf dem Rasen zum Fußballspielen. Das machen sie definitiv lieber, als in die Kamera lächeln. Das Foto für das Poster ist aber im Kasten und das gibt es ab Ende Oktober.